Howdy, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Herzlich willkommen hier zu Desperados 3, dem neuen Spiel aus dem Hause THQ Nordic, die das Ganze mir hier auch kostenlos zur Verfügung gestellt haben, um es euch hier zu zeigen. Insbesondere sollen wir Influencer, die also da mehr oder weniger beauftragt worden sind, euch die Mission 4, 5 und 6 zeigen. Können wir gleich schon mal reingehen. Übrigens, programmiert, entwickelt wird das Spiel von Mimimi Games, einem deutschen Entwicklerstudio um den Großraum München herum. Und also ich muss jetzt schon mal sagen, es hat viel zu lange gedauert, bis es endlich wieder so eine geile Stealth-Strategie gegeben hat, wie jetzt hier in Desperados 3. Ne? Der erste Teil war ja 2001, der zweite Teil war, glaube ich, 2006. Und so lange Durststrecke, bitte nicht so lange bis zum Desperados 4. Also ganz im Ernst, das Spiel hier ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Bis jetzt habe ich gespielt hier diese ersten drei Missionen und die vierte. Die vierte ist auch die, die ich aufgenommen habe und die ihr jetzt hier gleich im Folgenden sehen werdet. Hat einfach technische Gründe gehabt, die jetzt hier nicht weiteres zur Sache tun, weshalb ich jetzt hier quasi die Anmoderation für den ersten Teil für die vierte Mission nach dem Spielen mache. Ist aber auch völlig egal. da hat bei mir was nicht funktioniert. Deswegen völlig egal. O'Hara's Ranch machen wir in der nächsten Folge. Die wird auch komplett jungfräulich gespielt. Ich kann euch mal zeigen, wie das jetzt hier aussieht, wenn ihr eine Mission schon gespielt habt. Denn das unterscheidet sich ein klein wenig von der Ansicht, wenn ihr es noch nie gespielt habt. Also O'Hara's Ranch, kleiner Sneak Peek. Da sieht die Questbeschreibung so aus. Währenddessen, wenn ihr eine Mission schon mal gespielt habt, dann sieht das so aus. Dann seht ihr quasi, mit welchen Charakteren ihr da quasi spielen könnt. Ihr könnt den Schwierigkeitsgrad einstellen. Habt ihr auch hier den Questtext. Ihr seht aber auch, welche Abzeichen oder wenn ihr so wollt, Achievements ihr euch holen könnt. Es gibt hier verschiedene Fähigkeiten, die die Charaktere haben und danach richten sich in der Regel dann die Achievements. Zum Beispiel kann die gute Kate, die kann sich verkleiden und es gibt zum Beispiel ein Achievement, ja, ihr sollt keine Verkleidung benutzen. Ich werde eine Verkleidung benutzen, einfach um zu zeigen, wie die ganzen Spielmechaniken funktionieren, aber ihr seht, was es alles hier für verschiedene Achievements gibt und ich würde einfach mal sagen, ich habe jetzt lang genug geredet, nur eine Sache hätte ich noch ganz, ganz gern, bevor wir jetzt hier reinstarten. Unten in der Videobeschreibung ist ein ganz, ganz wichtiger Link. Das ist ein Tracking-Link von THQ Nordic, die wollen nämlich wissen, welcher Influencer wie viele Leute erreicht und wenn ihr mir helfen wollt und euch das Spiel interessiert, dann klickt da gerne einfach mal drauf, denn dann sehen die, aha, der Mörper Zuschauer und wenn ihr das Spiel dann sogar noch über diesen Tracking-Link kauft, würde ich sogar annehmen, dann bekommen die das, glaube ich, auch mit und dann wissen die auf jeden Fall auch, dass der Mörp auch zahlungsfreudige Kundschaft hat, die das Spiel auch tatsächlich kaufen möchte oder in dem Fall sogar gekauft hat. Das würde mir sehr helfen für vielleicht zukünftige Kooperationen mit THQ Nordic. Wenn ihr das tut, sage ich vielen lieben Dank dafür und jetzt gehen wir ins Gameplay, meine Damen und Herren. Naja, schauen wir mal, wie gut sich der Mob schlägt, ne? Denn leicht wird's nicht. Bis das der Tod uns scheidet. Von Flexdown aus, einen halbstündigen Ritt, den Berg hinauf, liegt das neu gebaute Anwesen von Bürgermeister Higgins. Da er nach gewissen Machenschaften mit der DeWitt Company zu erheblichen Reichtum gelangt ist, hat Higgins keine Kosten und Mühen gescheut, seine bescheidene Bleibe mit dem neuesten Komfort und Luxus auszustatten. In den letzten Tagen waren alle auf dem Anwesen mit Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt. Bürgermeister Higgins hat nach Jahren der Abweisung endlich die Liebe seines Lebens überzeugen können, den Bund der Ehe einzugehen. Was er jedoch nicht weiß ist, dass die Braut für den großen Tag ganz eigene Pläne hat. Alle mal bitte stillhalten. Einfach großartig. Und noch eins. Ich glaube, diese Seite sieht noch stattlicher aus. Ich hol noch eine Platte. Gut. Wie gefällt dir das neue Kleid, mein Täubchen? Oh, es ist wunderhübsch, Schatz. Oh, ausgezeichnet. Ich möchte, dass noch in vielen Jahren von diesem Tag gesprochen wird. Higgins. Ach, was ist denn? Frank sagt, dass er ungeduldig wird. Psst, nicht jetzt. Siehst du denn nicht, dass wir gerade beschäftigt sind? Tut mir leid, mein Täubchen. Ich muss mich leider wirklich darum kümmern. Mach dir um mich keine Sorgen, Schatz. Warte hier. Ich bin gleich wieder da. Lenkt Frank ab. Ich brauche mehr Zeit. Ich muss mir unbedingt das Blumenarrangement ansehen. Ja, Sir. Ach. Auf Wiedersehen. Endlich. Ich dachte schon, er würde nie gehen. Ich muss schnell sein. Holen, was ich brauche und verschwinden, bevor ich vor den Altar gezerrt werde.
Zuerst brauche ich einen Schlüssel für die obere Etage. Ich glaube, sie hat einen Ersatzschlüssel. Sie wird wohl nichts dagegen haben, wenn ich ihn mir kurz borge. Die Wachen werden mich nicht stören, solange ich mich nicht zu sehr daneben benehme. Sobald ich ihn hab, schleiche ich durch die Tür der Bibliothek rein. Zur oberen Etage ist der Zutritt verboten. Ich muss den Wachen ausweichen, bis ich das Büro erreiche. Dort werde ich alles auf den Kopf stellen, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Also gut. Ich muss von hier verschwinden, bevor der Bräutigam beschließt, nach seiner Braut zu schauen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Das hier ist Kate. Kennt ihr wahrscheinlich auch als Kate O'Hara. Und damals kannte sie den guten John Cooper noch nicht. Eins muss ich ihm lassen. Das Kleid ist wunderschön. Das ist wohl wahr. So, folgende Spielmechaniken gibt es. Gleich mal vorneweg. Rechtsklick sorgt dafür, dass ich sehen kann, was die anderen Leute sehen. Dieser grüne Bereich bedeutet, wenn ich jetzt hier irgendetwas Auffälliges machen würde, wie eine Waffe ziehen oder wenn ich hier nicht rein dürfte, ich meine, die Braut darf hier natürlich rein, dann würden die natürlich sofort suspicious werden. Und sie würden eventuell auf mich losgehen. Das werden wir nachher auch höchstwahrscheinlich noch sehen. Die gestrickelten Bereiche zeigen, dass sie mich dort nur sehen können, wenn ich aufrecht stehe. Falls ich in die Hocke gehen sollte, ich zeige das gerade eben mal, weil ich hier nichts Auffälliges tun möchte, dann sehen sie mich hier nicht. So, das sind so die Bereiche, wo sie mich nicht sehen würden. Und wenn ich jetzt hier so rumlaufen würde, dann würden sie mich definitiv hier sehen. So, ich muss aber jetzt in diese Richtung. Oh oh, der Hund. Ich hab's gewusst. Wunderbar. Er hat schon so lange darauf gewartet, dass sie volljährig wird. Ich wünschte, ich wäre mit ihm. Dieser Hund hasst mich. Aha. Das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Immerhin etwas. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier durchkommen. Denn hier dürfen wir uns momentan noch bewegen. Wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte und dann die Maus bewege, dann dreht sich hier meine Perspektive. Das ist wichtig zu wissen. Und hier ist schon mal ein Punkt, wo ich auf eine neue Fähigkeit hingewiesen werde. In bestimmten Missionen kann Kate bei Feinden Taschendiebstahl begehen. Sei aber vorsichtig. Wenn du dabei gesehen wirst, gibt es einen Alarm. Halte Steuerung gedrückt und wähle mit der linken Maustaste das Ziel aus. Das habe ich vor. Problem ist der Typ da oben. Ich will mir den Schlüssel von ihr holen. Aber der Typ auf dem Balkon scheint zu sehr auf sie fixiert zu sein. Mit diesem Parfum kann ich ihn bestimmt ein wenig blenden. Naja, der starrt hier wahrscheinlich auf ihr Achterdeck hier wahrscheinlich. Okay, erstmal, was sagt denn das Spielchen hier dazu? Ja, also, Kate hat einen unbegrenzten Vorrat an Parfumfläschchen. Ein Fläschchen blendet vorübergehend alle Wachen in Reichweite. Dies ist eine der wenigen Fähigkeiten, die auf alle Sorten von Wachen gleich stark wirken, einschließlich der Longcoats und Ponchos. Ja, denn man muss dazu sagen, dass manche von diesen Fähigkeiten, ja, nicht so ohne, also die funktionieren halt auf bestimmte Einheiten oder auf Gegner nicht so gut. Deswegen muss ich jetzt hier gucken, wie ich das jetzt hier anstellen will. Okay, ich kann es schon sehr, sehr weit werfen. Ist gut. Und jetzt mache ich das da, bevor der hier wieder was sehen kann. Ihr seht, er hat einen eingeschränkten Sichtbereich. Und ich habe jetzt hier bekommen, was ich wollte. Hier kommt die Flasche. Gut. Und jetzt die Treppe hoch und durch die Tür zur Bibliothek. Schnell. Das machen wir doch mal. Aber bevor wir das machen, Leute, ihr seht, was jetzt hier gerade eben eingeblendet wird. Das ist der Speichererinnerer. F5 führt zum Speichern und ihr könnt euch das einstellen, wie ihr wollt. Ich zeige es gerade immer hier unter Gameplay. Da könnt ihr einstellen, ob ihr 2, 5 Minuten, 10 Minuten Speichererinnerung haben wollt oder das ganz ausmachen wollt oder sogar jede Minute. Ich habe es jetzt für mich mal auf 2 Minuten eingestellt, weil ich das eigentlich ganz, ganz praktisch finde. So, und wie ihr seht, ist das Spiel natürlich auch schon komplett in Deutsch, weil die Entwickler sind natürlich auch deutsch. Nein, ich will nicht ins Hauptmenü. Hoppala. So, wir schauen uns gerade mal hier die Umgebung an, ne? Ihr seht also hier. Das ist schon ziemlich geil, ey, wie groß hier dieses und vor allem detailverliebt dieses Areal ist. Sag mal, was ist mit dem Teil los? Der Wasserspeicher, der scheint schon bessere Zeiten gesehen zu haben. So, jetzt benutzen wir den Schlüssel, um da reinzukommen. Und da dürfen wir auch noch rumlaufen, aber wir kommen gleich in Bereiche, wo wir schleichen müssen. Und das hier ist so eine typische Wachenposition hier, so ein Wachhaus. Wenn ich aus irgendeinem Grund Alarm schlage, dann können da bis zu 5 Wächter rauskommen, um mir das Leben zur Hölle zu machen. Das möchte ich natürlich vermeiden. Das hier ist, ja, letztendlich unser Questlog. Wir müssen also das Haupthaus betreten. Wenn ich da draufklicke, Doppelklick mache, dann werde ich da hingezoomt. Dann gibt es hier manchmal noch Hinweise, die mir gezeigt werden. Momentan habe ich keine. Der Dialoglog. Und das hier sind noch Abzeichen, die mir momentan aber auch noch nicht angezeigt werden, weil ich die Mission noch nicht gemacht habe. Hier kommt die flüchtige Braut. So, und jetzt muss ich da rein. Da ist die Tür. Ich schlüpfe rein, wenn niemand hinsieht. Mhm.
Kate knockt Wachen nur aus und beherrscht keinen tödlichen Angriff. Außerdem trägt sie kein Seil mit sich, mit dem sie Feinde fesseln könnte. Sei also vorsichtig, denn sie werden wieder wach. Und dann sind sie meistens ziemlich sauer. Eindruck zu hinterlassen. So, ich mache jetzt Folgendes, Leute. Ich sorge jetzt erstmal dafür. Hau den da um. Und sehe zu, dass ich da jetzt reinkomme. Auch da den Schlüssel verwenden. Und ihr seht, das ist jetzt schon schief gegangen. Das ist jetzt schon schief gegangen. Deswegen muss ich jetzt hier direkt gleich wieder weitermachen. Das ist der Grund, warum man in diesem Spiel häufig quicksafen sollte. Da wird man auch in der allerersten Mission darauf hingewiesen, dass es ein integraler Bestandteil des Spiels ist. Und man sich da nicht zu schade sein soll, wenn man das perfekte Timing noch nicht raus hat. So, jetzt gehe ich auf jeden Fall erstmal da wieder da rein. Und sehe zu, wie ich das jetzt hier machen möchte. Ich schlüpfe rein, wenn niemand hinsieht. So. Also gut, erstmal nochmal hier natürlich diesen Hinweis aufnehmen. Zeit, Eindruck zu hinterlassen. Dann den Typen jetzt hier umhauen. Mit Best, ich weiß, wo ich. Und sofort dahin laufen. Sofort dahin laufen, bevor der was bemerkt. Und das hat wieder nicht funktioniert. Mission gescheitert, wie ihr seht. Ne? Also laden wir wieder mit F8. Ich muss ihn wahrscheinlich danach sofort nochmal irgendwie betäuben, noch bevor er mich sieht. Macht Platz für die Braut. Aber daran muss man sich gewöhnen bei dem Spiel, Leute. Ne? Also das ist definitiv gewollt so. Dass man da halt letztendlich einfach seine Möglichkeiten ausbaldowert. Hier kommt die flüchtige Braut. Währenddessen wir mit ihm die Situation ausrambolen. Ich schlüpfe rein, wenn niemand hinsieht. Besser, ich finde den Schlüssel. So, die Abklingzeit ist auch echt überschaubar. Nein, 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 hau den um. Du brauchst eine kleine Pause. Geht schon irgendwie. Nein, nein, leg den doch ab. Meine Fresse, leg ihn ab. Nur eine harmlose Gesundheit. Festhalten. Schnell. Bevor er so, und jetzt muss ich das hier schnell aufknacken, bevor der hier wieder zu sich kommt. So nicht. Nein. Und rein mit uns. Jetzt ein kleines Versteckspiel. So, und jetzt muss ich tatsächlich schleichen. So, aber wir haben es geschafft, Leute, wie ihr seht. Ne? Also man muss da manchmal sehr, sehr viele knifflige Aufgaben gleichzeitig erfüllen. Jetzt muss ich da durchschleichen. So, ich versuche den jetzt hier direkt mal abzulenken. Hier kommt die flüchtige Braut. Und schnell da rein, schnell da rein, schnell da rein, bevor du mich hier siehst. Fast geschafft. Jetzt muss ich diese Papiere finden. Timing ist alles, Freunde. Timing ist alles. So, wir speichern das hier natürlich noch schnell. Und durchsuchen jetzt hier dieses Teil. Sie müssen hier irgendwo sein. Oh, ja, dann, Scheiße. Dann such mal schnell. Oh, nee. Da kommt jemand. Ihr Klein guckt noch raus. Hoffentlich wird sie nicht gesehen. Okay, das ist dann wohl dieser Frank, nehme ich mal an. Der Bräutigam ist es nicht. Ah, Frank. Wie ich sehe, haben Sie mein Büro gefunden. Sie lassen Ihre Freunde ganz schön warten, Higgins. Das tut mir leid. Die Hochzeit, Sie verstehen. Natürlich. Das Essen, die Dekoration, die verfluchten Verwandten. Bringen wir es hinter uns. Ich muss noch den Zug erwischen. Natürlich. Geben Sie mir einen Moment. Habe ich richtig gehört, dass es in Flagstone gestern Probleme gab? Das Übliche. Ich könnte mir vorstellen, dass Mr. DeWitt darüber nicht sehr erfreut ist. DeWitt ist nicht hier. Ich frage mich, ob er möchte, dass Sie hier alles unvollendet zurücklassen. Oder gibt es in New Orleans etwas Wichtigeres? Vielleicht kümmern Sie sich lieber um Ihre Hochzeit, Higgins. Hey, vielleicht haben Sie recht. Ich möchte schließlich nicht, dass die Braut nervös wird. Nun, dazu hat sie wohl jeden Grund. Verzeihung? Ich glaube nicht, dass sie sehr glücklich sein wird, wenn sie erfährt,
dass sie die Ranch ihrer Familie verkauft haben. Nun, das wird sie erst nach der Hochzeit erfahren, oder? Wissen Sie, ich glaube nicht, dass es am Ende einen großen Unterschied machen wird. Viel Spaß bei Ihrer Hochzeit, Higgins. Warten Sie! Ich brauche einen Drink. Du brauchst noch ganz was anderes, du Drecksack, ey. Verarscht er seine eigene Braut, ey. An einem Hochzeitstag. Schatz, ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe dich betrogen. Noch vor der Hochzeit. Und das ist Cooper. Bist du sicher, dass du das alleine durchziehen willst? Und Hector. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und? Was ist dein Plan? Reingehen, Frank finden, die Sache erledigen. Durch den Vordereingang? An der Klippe gibt's einen Pfad nach unten. Dem folge ich, dann klettere ich die Ranken hoch. Von da an werde ich improvisieren. Das ist doch kein Plan, Amigo. Ich habe schon schlechtere Pläne durchgezogen. Wenn ich merke, dass was nicht stimmt, komme ich und hol dich. Nein. Du bleibst, wo du bist. Das ist meine Sache. Wie du meinst, Amigo. So, und damit sind wir jetzt fürs Erste erstmal der gute Cooper. Das speichern wir als allererstes mal am besten. Ihr seht, er hat andere Fähigkeiten. Er kann schießen. Das Ding macht allerdings Lärm. Ich kann es euch jetzt gerade eben nicht zeigen, weil ansonsten werden die Leute suspicious. Ach doch, ich kann es euch zeigen. Wenn ich jetzt die Waffe nehme, werden die Leute suspicious, wie ihr seht. Und finden das nicht geil. Und wenn ich das zu lange mache, dann schießen sie. Also, man sollte sich definitiv nicht hier erwischen lassen. Dasselbe gilt auch fürs Messer. Aber dafür müsste ich näher rangehen. Ne? Also ihr seht, die Dinger haben eine entsprechende Reichweite, die diese Dinger letzten Endes Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie haben also einen Geräuschradius. Auch das hier hat einen Geräuschradius. Wenn ich jetzt ihn hier messern würde, dann würden die Leute, die innerhalb des Radius sind, das natürlich mitbekommen, auch wenn sie nicht hingucken würden. Ich kann aber auch die Leute ablenken, wie ihr seht, indem ich zum Beispiel eine Münze werfe. Weniger auffällig ist das natürlich, wenn ich das jetzt hier kniend mache. Dann bekommen die das unter Umständen gar nicht mit. Das muss ich bloß aufpassen, ne? Ihr seht nämlich, dieser gelbe Radius, das ist der Bereich, wo sie, ja, skeptisch werden. Wenn ich da jetzt noch irgendwas mache, dann sehen sie mich auf jeden Fall. Und wenn dieser gelbe Radius mich in dem Augenblick erreicht, dann wird er rot und dann haben sie mich entdeckt. Ich kann auch den Gaul hier dazu anregen, quasi einen Tritt auszuüben. Aber ihr seht, ne, das liegt dann einfach daran, ich bin halt voll und ganz in seinem Sichtbereich. Wenn ich das jetzt hier mache, dann sieht der das nicht. Und dann gucken sie nicht in meine Richtung. Dann sind sie nämlich plötzlich abgelenkt. Ne? Also solche Feinheiten muss man bei diesem Spiel achten. Wichtig zu wissen ist, dass ich mich hier draußen gerade eben frei bewegen kann. Ich darf nur nicht diesen Bereich hier überschreiten, wie ihr gleich sehen werdet. Da entsteht nämlich jetzt eine rote Linie. Da darf ich nicht hin. Ja, ich stehe nicht auf der Gästeliste. Das ist gar kein Problem, denn ich habe jetzt vor, einfach hier runter zu springen. Ich hätte die jetzt auch wegmessern können oder sowas in der Art, aber wozu? So, wir gehen jetzt hier rein und ab jetzt bin ich hier in der Du-bist-nicht-eingeladen-Zone. Und jetzt muss ich extrem aufpassen, wenn ich jetzt hier durch die Gegend schleiche und am besten die Situation begutachten. Der guckt jetzt hier auch die ganze Zeit rüber, aber ihr seht, ne? Hier in diesem gestrichelten Bereich, wie ich es am Anfang gesagt habe, sehen die mich nicht wirklich. Was ich jetzt machen kann, ich könnte jetzt hier einfach vorbeischleichen. Ich hab jede naja, Menge einfach ist relativ. Kopf oder Zahl. Das gehört. Und jetzt hat er mich gesehen. Ihr seht, man muss saumäßig aufpassen, dass die dann auch in dem Augenblick natürlich wegschauen. Denn der Sichtkegel ist nicht automatisch da drüben. Der bewegt sich in diese Richtung. Also immer schön die Leute im Auge behalten, bevor man dann irgendwelche Dummheiten macht. So, und jetzt kann ich durch, wie ihr seht. Und ich hätte in der Zeit sogar noch den Typen mir wegmessern können, aber wozu? Hoppala. So, jetzt bin ich da unten. Und versuche mich jetzt da reinzuarbeiten, denn wie gesagt, meine Aufgabe ist es ja, da reinzukommen. Jetzt könnte ich natürlich hier diesen unglaublich umständlichen Weg nehmen, aber da sind mir einfach zu viele Wachen, wie ihr seht. Ich denke, dass dieser Weg hier der sinnvollere ist. Da ist auch nochmal ein Typ. Und ich springe jetzt direkt hier in den Busch. Das hat er jetzt gar nicht gesehen. Und jetzt lenke ich ihn ab.
Kopf oder Zahl. Und schleiche mich in diese Richtung. La 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 la. Los geht's. Was zum Teufel? Und da hat er mich nur ganz, ganz kurz fast gesehen. Aber die Sache war im Grunde eigentlich jetzt schon vorbei. So. Und das war gerade eben auch eine knappe Kiste. So, und jetzt haben wir hier zwei Typen. Einmal den da und einmal den da. Ich glaube, ich nutze die Gelegenheit und lenke ihn jetzt gerade eben mal ab und renne jetzt einfach mal da hoch. Dann wollen wir mal. Das ist eine Möglichkeit, um hier durchzukommen. Okay. Und ich glaube, den hier werde ich jetzt hier ohne Gewalt nicht mehr wegbekommen. So, jetzt setzen wir zum allerersten Mal unser Messerchen ein. Ich lenke ihn erstmal ab, dass er auf jeden Fall abgelenkt ist. Sollen wir? Und jetzt kann ich den Typen hier im menschenfressenden Busch verschwinden lassen. Und schon wächst Gras über die Sache. Sogar über das Blut. Okidoki, jetzt heißt es, sich erstmal hier umschauen. Da stehen zwei Typen. Der kann mich ja nicht sehen, wenn ich schleiche. Der ist immer noch hier. Da ist so ein Poncho. Ponchos sind wie Longcoats gefährlichere Typen. Die sind dazu in der Lage, also die sind nicht so leicht abzulenken. Die sind da sehr, sehr schnell wieder bei der Sache. Da ist auch einer. Das hier sind Zivilisten. Die greifen nicht an, wenn sie mich sehen. Aber wenn ich jemanden töten sollte... Oh, da ist auch einer. Ja, Perspektive ist wichtig. Den hätte ich hier so gar nicht gesehen. Die Zivilisten reagieren nicht auf mich, solange ich keine Dummheiten mache, sage ich jetzt mal. Also keine Waffe ziehe, kein Absteche. Ich konnte sogar gerade eben vor der hier rumlaufen, wie ihr gesehen habt. Gar kein Problem. Meistens ist es ganz gut, aufs Dach hochzugehen. Das machen wir jetzt mal. Denn auf dem Dach haben die Leute größere Schwierigkeiten. Das ist auch einer. Mich zu sehen. So, ich kann mein Messer auch werfen. Und das macht zwar einen größeren Lärm, aber ich habe natürlich einen Distanzvorteil. Und das Messer ist dann zwar erstmal weg, aber ich bekomme es wieder, wenn ich hinschleiche, wo der Typ als letztes gewesen ist. Auf geht's. Jetzt gehen wir mal da hoch. La la la. Ich glaube, den kann ich jetzt hier auch noch wegmessern. Der bemerkt mich hier gar nicht. Sieh genau hin. Ihr seht, die Reichweite des Lärms ist nicht besonders groß. Gleich fliegen die Zähne. Mein Problem ist jetzt bloß, ich glaube, die Dame, ja, die würde das sehen, wenn ich da jetzt die Leiche wegschleife. Das macht sie natürlich suspicious, also muss ich sie ablenken. Ich lenk sie mal damit ab. Und jetzt schaffe ich dir mal den Leichnam so schnell wie möglich weg. Ihr seht, das hat sie schon nicht mehr gesehen. Alles gut also. So, wir speichern nochmal. Und, kein Problem. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da reinkomme in die gute Stube. Hier würde ich auch reinkommen. Frage ist bloß, naja, das bringt mir ja nichts. Hier komme ich nicht hoch, da kann man nicht hochklettern. Dann wollen wir da ist so ein Wachhaus. Damit will ich nichts zu tun haben. Und hier komme ich nicht drüber. Das heißt also, ich muss jetzt irgendwie... Die scheinen sich irgendwie nie wegzubewegen, kann das sein? Auf geht's. Das sieht Frank nicht ähnlich, einfach so davon zu reiten. Ja, würdest du bleiben und auf den Bürgermeister aufpassen, wenn du dich verdrücken könntest? Gutes Argument. Nach seinem Gespräch mit Higgins sah er definitiv nicht fröhlich aus. Frank hat noch nie fröhlich ausgesehen. Verdammt. Klingt, als wäre Frank nicht mehr hier. Also gut, neuer Plan. Den Bürgermeister finden und in Erfahrung bringen, wohin Frank gegangen ist. Genau, dafür speichern wir aber vorher nochmal. Ich lenke diese Typen jetzt hier ab und habe jetzt vor, den da oben wegzumessern. Kopf oder Zahn. Braucht etwas Schliff. Kein Problem. Und da war gerade eben oben einer drin, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Wahnsinn. Also ihr seht, auf was man alles achten muss. Moment. Das muss ich jetzt hier kurz mal echt... Vom Timing hier. Also ich hoffe, der da oben ist jetzt nicht permanent da, weil den kann ich gar nicht... Ansonsten ausschalten. Ich hoffe einfach mal, dass er jetzt weg ist. Sekunden. Kopf oder Zahl. Was für ein Lärm. Okay. Das erreicht. Guck mal. Kein Problem. Hey. Oh, Timing, Timing. Zum Teufel bin ich. Nee, das ging zu langsam. Also ich muss da definitiv hochrennen, wie wir gerade eben gesehen haben. Aber wie soll ich das jetzt hier am dümmsten machen?
Also ihr seht, es ist auch ein Kniffelspiel. Jetzt renne ich da hoch. Ja, diesmal waren wir schneller. Wow, das war knapp. Aber ich bin zufrieden. Ich bin einfach nur zufrieden, dass das geklappt hat. Gut, dann klettern wir jetzt da hoch. Das dürfte nicht auffällig sein. Genau. Bitte, mein Täubchen. Ah, da läuft einer drin rum. Ganz schön gemütlich. Das ist der Grund. Offenbar hat der Bürgermeister es sich hier schön gemacht. Irgendwas ist in diesem Zimmer los. Mal nachsehen. Auf Herz, als dein Onkel dir jemals geben könnte. Ich kann mich da mit der Leiche drin verstecken, ey. Zum Glück sifft es nicht raus, ey. Ja, abzüglich der Würde. Glaubst du wirklich, ich würde einen hinterhältigen Scharlatan heiraten? Natürlich wirst du mich heiraten. Du musst dich nur etwas beruhigen. Ihr seht es, der Typ ist jetzt skeptisch, weil sein Kumpel fehlt. Du bist nichts als ein gieriger Scheißkerl. Bitte, Kate, das ist weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort dafür. So, Problem erledigt. Muss ich bloß aufpassen, dass der mich hier nicht erwischt. Anstand, du diebisches Abziehbild von einem Mann. Und jetzt sind wir da erstmal drin. Gut. Es ist geschehen. Es gibt nichts, was ich jetzt noch tun könnte. Hol ihn zurück. Bitte, Kate. Uns steht eine Hochzeit bevor. Jetzt beruhige dich, ja? Die Zeit läuft davon. Glaubst du wirklich immer noch, ich würde dich heiraten? Viel Spaß bei deiner Hochzeit. Oh, nicht so schnell! Du hast keine Ahnung, wie viel ich darin investiert habe. Bitte, bist du nicht bescheuert, ey. Du wirst mich heute heiraten. Du wirst die Rolle der braven kleinen Ehefrau spielen. Ich wette, du wirst dein altes Leben vergessen, sobald du ein paar Kinder zur Welt gebracht hast. Verlockend. Aber ich muss ablehnen. Was zum Teufel tust du, Kate? Ich versuche nur, überzeugend zu sein. Oh, ja? Nun, ich werde dir deinen Platz in dieser Welt schon zeigen, du dumme Oder auch nicht. Ich denke, ich kenne meinen Platz. Ich würde sagen, das hat er verdient. Oh, wer zum Teufel sind Sie? Dasselbe sollte ich Sie fragen. Ich habe keine Zeit. Zur Seite. Wirklich? Zum Büro! Bewegung! Sind Sie sicher, dass Sie dort entlang wollen? Scheiße. Oh oh. Was zum... Mach die verdammte Tür auf! Hier, nehmen Sie das. Der Fall ist abgeschlossen. Okay, und jetzt? Balkontür? Einverstanden. Moment. Da ist ein Tresor. Tresor. Was machen Sie da? Er braucht das Geld nicht mehr. Sehr gut. Geld, ja? Oh. Den Tresor übersieht sie, verdammte Axt. Naja, was soll's. Vorsicht. Tja. Das war knapp. Die werden jetzt überall suchen. Ich muss meinen Onkel warnen. Verschwinden wir von hier. Zuerst müssen Sie mir etwas verraten. Haben Sie jemals von einem Typen namens Frank gehört? Ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht, besprechen wir das unterwegs. Keine Chance, dass wir da durchkommen. Nicht ohne ordentliche Feuerkraft. Sie wissen, wie man eine Gatling bedient? Sicher, aber warum ist da eine rosa Schleife dran? Sie ist ein Hochzeitsgeschenk. Fragen Sie nicht. Wie auch immer. Ich denke nicht, dass ich in diesem blutigen Kleid weit komme. Statten wir dem Mädchen auf der Bühne einen Besuch ab. Ich kann ihre Kleider stehlen und mich damit unters Volk mischen. Tja, ich glaube nicht, dass ein Fräulein wie Sie sich überhaupt irgendwo untermischen kann, Miss... O'Hara. Kate O'Hara. Das nehme ich mal als Kompliment, Mr... Cooper. John Cooper. Tja, wie gesagt, ist ein Prequel. Die lernen sich gerade erst kennen. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir da durchkommen. Der Typ hier behält das hier im Auge. Der behält das hier im Auge. Okay. Wir haben jetzt beide Leute gleichzeitig. Das heißt, wir können auch zum allerersten Mal gleichzeitige Aktionen durchführen. Das gucken wir erstmal. Wie läuft's? Da kommt. Ah, jetzt sind auch ihre Fähigkeiten da. Die waren nämlich gerade eben aus irgendeinem Grund ausgegraut. Ich weiß aber nicht warum. Los geht's. So, runter und runter. Besteht eine Chance, dass Sie wissen, wo er hin ist? Vielleicht. Können Sie mir etwas im Gegenzug anbieten, Mr. Cooper? Wie wäre es mit meiner unsterblichen Loyalität, bis wir entkommen sind? Das geht klar. Und was noch? Gut. Wir speichern gerade eben nochmal. Also das Problem ist, wenn ich jetzt den hier ausschalte, dann sieht er das da drüben.
Und wenn ich ihn ausschalte, sieht es der jeweilige andere. Das heißt, ich muss zum ersten Mal eine gleichzeitige Aktion durchführen, Freunde. Muss ich gerade mal gucken, wie sieht denn der jetzt hier rüber? Der, also ich kann hier auf jeden Fall nicht weiter, aber ich kann es etwas anwenden. Erstmal gucken wir. Ja, die werden hier nichts sehen, so wie es aussieht. Genau, die gucken nicht weit genug und der guckt auch nicht weit genug. Der guckt in die Richtung und sonst ist keiner da. Gut, das heißt, es ist eigentlich nur noch der da wichtig. Wir können über die Umschalttaste in den sogenannten Desperado-Modus gehen. Der funktioniert allerdings nicht auf der höchsten Schwierigkeit, also auf dem Desperado-Schwierigkeitsmodus, glaube ich. Hier können wir jetzt Leute gleichzeitig Aktionen planen lassen. Zum Beispiel jetzt hier mit dem Fläschchen den Typen blenden und dann hier das Wurfmesser in seine Richtung werfen. Wenn ich jetzt hier auf Eingabe oder auf diesen Button hier klicke, dann machen die das gleichzeitig. Und jetzt renne ich da schnell rüber und nehme den hier auf. Und räume ihn so schnell wie möglich weg, bevor der das hier wieder bemerkt. Ach, schämen Sie sich, Mr. Cooper. Das ist wirklich hier gerade eben absolutes Timing gewesen, ey. So, und jetzt können wir wieder speichern und den anderen ausschalten. Übrigens, Leute, ne, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt hier mache, ob ich jetzt hier die ganze Mission in einer Folge hochlade für die Sachen, die ich euch zeigen darf, oder ob ich da das noch in Teilen schnipple. Ihr werdet sehen, wie ich es gemacht haben werde. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal den Typen hier ablenken. Das können wir ja immer noch machen. Und wegmessern. Der Geld wegwirft. War doch nur Kleingeld. Jeder Penny zählt, Mr. Cooper. Nicht, wenn er gefälscht ist. Der wirft Falschgeld-Pennys. Alles klar. Okay, und das müssen wir irgendwie da rein. Und da sind auch drei Typen. Ich bin ganz Ohr, Darling. Bespeichern wieder. Der läuft die ganze Zeit hier hin und her, so wie es aussieht. Und der geht hier rüber zum Pinkeln. Ja, okay, ich glaube, da kommen wir aber rein. Der sieht hier nichts. Besser, wir verschwinden leise. Mhm. Okay, das ist an und für sich gar kein Problem, so wie es aussieht. Der da oben ist halt ein Problem, befürchte ich. Ah, nee, der ist kein Problem. Ich kann den hier blenden. Oder? Ich habe jede Menge davon. Ja, ich lenke ihn erstmal ab. Und blende ihn jetzt hier schnell noch, damit er auf jeden Fall auch hier abgelenkt bleibt. Genau, jetzt bin ich schon mal mit ihm da. Weil ich will ihn hier schon mal loswerden, damit ich mich um die beiden hier kümmern kann. Wir speichern. Und warten, bis jetzt er hier wieder eine schwache Blase entwickelt. We will see. Mhm. Das muss ihm. Ja, hier würde er es noch sehen. Jetzt sieht er es nicht mehr, denn er ist durch den anderen abgelenkt. Gott, hat der einen Strahl, ey. Okay. Okay, dann haben wir das jetzt hier auch geschafft. Wir können speichern. Mach schon. Boah, das war aber auch Timing, ey. So, und jetzt. Ah, ich glaube, ich sollte jetzt. Damit ich den da oben wegmessern kann, okay. Sollte ich jetzt da unten ihn hier ablenken. Nein. Lol, was ist denn da gerade passiert? Ich bin versehentlich aufgestanden. Das ist passiert, Freunde. Das ist passiert. Ich habe mich verklickt. Ungünstig. So, wie viel siehst du von mir da hinten? Nicht viel, okay. Nur keine Sorge. Also gut. Ich mache jetzt Folgendes, Leute. Wieder die gleichzeitige Aktion. Sie macht das da, er macht das da und wir führen aus. Braucht etwas Schliff. Okay, bin unterwegs. Wow. Oh Gott. Und trotzdem wurden wir entdeckt. Alles klar, das war also vom Timing her nicht perfekt. Das geht also deutlich besser. Was kann ich tun? Nur ein harmloser Kleiner, nimm meine Nase voll. Ganz alter Trick. Kein Problem. Kurz und schmerzlos. Auf geht's. Hey! Da kommt mir ein. Ah! Und wieder nicht geschafft. Okay, also ihr seht, da muss man wirklich nochmal mit dem Parfum anscheinend nachlegen. Klare Sache. Und deswegen sollte man dieses Spiel sehr, sehr häufig laden und speichern.
So, jetzt machen wir als allererstes nochmal die Aktion. Genau, du wirst jetzt hier abgelenkt. Und du lenkst ihn hier ab. Ausführen. Braucht etwas Schliff. Mach schon. Und los. So. Boah, ey. Ihr seht, es klappt so nicht, ne? Ich muss also irgendwie wahrscheinlich auf die andere Seite den Typen bringen. Das ist die erste richtig knifflige Stelle. Ich bin ganz harmloser Kleid. Auf nimmer Wiedersehen. Schnüffel mal dran. So, der ist jetzt abgelenkt. Und los. Okay, ich versuche ihn jetzt mal in die andere Richtung zu bringen. Wer ist da? Das ist nicht gut. Okay, und die hat auch Alarm geschlagen. Das ist nicht gut. Hat schon jemand irgendwas gefunden? Ich werde dich da rauszerren. Hier sind Störenfriede. Wir müssen sie finden. Was ist das? Okay, ihr seht, die Situation eskaliert hart. Und wir müssen jetzt hier echt uns überlegen, wie wir das machen. Ich bin mir momentan noch nicht so ganz sicher, wie. Vielleicht sollte ich es tatsächlich machen, währenddessen er zurückläuft. Das könnte mir tatsächlich helfen. Wenn unterwegs. Die da oben ist, der ist es ja egal, was ich hier mache. Das ist das Schöne daran. Also warten wir jetzt einfach mal, bis er zurückläuft. Und erst dann lenken wir ihn ab. Ich habe so das Gefühl, das ist so vom Timing her genau das richtige Fenster. Mit dem Hochzeitskleid sollte es nicht schwer sein, sie zu finden. Wir haben sie noch nicht. Jetzt geht er. Okay. Pause. Ich lenke ihn jetzt schon mal ab. Und du? Fertig und los. Wirfst ihm das jetzt hier. Ich hoffe, das klappt so. Auf nimmer Wiedersehen. Nimm meine Nase voll. Braucht etwas Schliff. Das hat geklappt. Kein Problem. Jawohl. Das hat funktioniert. Genauso wie soll. Das heißt, wir speichern mal. Timing ist alles, meine Damen und Herren. Timing ist alles. Das ist er ja wahrscheinlich ein bisschen skeptisch, wo sein Kumpel ist. Ganz alter Dreck. Kein Problem. Kurz und schmerzlos. Auf geht's. Muss ich bloß hoffen, dass sie da oben jetzt hier nicht aufwacht. Wow, das war knapp. Okay. Jetzt kann ich erstmal nochmal speichern. Der guckt ja die ganze Zeit nur in die Richtung. Jetzt hole ich mir mal von ihr die Klamotte. Ich schlage vor, wir verschwinden. Das ist ja die Aufgabe. Machen wir sie fertig. Kann ich das eigentlich so machen? Abgang, Bühne links. Nee, das kann ich nicht. Ich muss sie tatsächlich umhauen. Okay. Das setzt dich ein Weilchen außer Gefecht. Besser als ein Messer in die Kehle, würde ich sagen. Ich bin nicht sicher, was mehr wehtut. Das probiere ich mal an. Ich habe genug vom Heilen. Jetzt hat die keine Klamotten mehr an, okay. Alles klar, also nur noch Unterwäsche. So, sobald Kate eine Verkleidung aufgenommen hat, kann sie diese anziehen, indem du G drückst. Während sie verkleidet ist, kann sie feindliches Territorium fast unbemerkt durchqueren. Longcoats und Hunde durchschauen ihre Verkleidung. Alles klar. Ja komm, dann mache ich das mal schnell. Was meinen Sie? Sie wirken wie ein Wolf im Dienstmädchenkleid. Meinen Sie, das reicht, um sie zu täuschen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Auf ich geht's. Guck mal, dass ich da wegkomme. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt da oben macht, wenn die aufwacht. Was? Wer? Ich bin ganz offenbar vorgegangen. Schlägt sie keinen Alarm. Jetzt geht's. Oh. Nur keine Sorge. Die rennt da jetzt einfach rum. Okay. Soll mir recht sein. Gut, dann speichern wir mal. Guck mal, wie wir jetzt da hingehen. Wir müssen. Das ist schon ein sehr, sehr starkes Zeichen dafür, dass ich da hingehen soll. Mal gucken, was sagt das Spiel? Bald sind wir hier raus. Oh, das. Was war das mit der Warnung an Ihren Onkel?
Kate kann mit Wachen flirten, um sie abzulenken. Flirtet sie mit einer Wache, so dreht diese sich in Kates Richtung um, solange Kate will. Benutze D, um die Fähigkeit auszuwählen. Anschließend musst du dein Ziel auswählen. Okay, das ist sehr praktisch. Die DeWitt Company wird heute Nacht die Ranch meines Onkels angreifen. Oh je. Das muss ich ihm mitteilen. Das ist ja eine sehr komplexe Situation. Da ist ein Typ, der behält das hier alles im Auge. Das ist ein Longcoat. Okay, der hat hier einen blinden Fleck. Das ist gut. Das heißt, da kann ich mich mit Cooper bewegen. Der hier... Ja, also ich kann mich nicht frei bewegen mit Cooper. Aber ich kann eventuell schon mal ihn hier ablenken. Probieren wir das doch mal aus. Nicht wundern, bei mir bellen gerade eben die Hunde. Das ist nicht im Spiel. Also ich habe keine Hunde, aber das ist irgendwie die Nachbarshunde. Keine Ahnung. Hier sind 1 Million Hunde in der Nachbarschaft. So. Mhm. Ich schleiche da jetzt erstmal rein. Den da muss ich aufpassen. Geh erstmal da rein. Okay, der sieht gerade eben nichts. Was ist mit denen da oben? Gefällt dir, was du siehst? Da muss ich aufpassen bei dem Typen hier. Und das da sieht für mich so wie so eine klassische Unfallstelle aus. Okay, ich gehe jetzt mal da hoch. Ein so schöner Mann wie du. Ich glaube, warte mal, das ist die Gelegenheit, den Typen jetzt hier auszuschalten. Weil der scheint immer nur da runter zu gucken. Ich habe eine Idee. Ich lenke den ab, wenn der hier vorbeiläuft. Exakt so. Und das ist schon schief gegangen. Habt ihr gesehen? Das war vom Timing her nicht günstig. Okay. Das heißt also, ich muss jetzt mit ihr wieder dahin gehen. Wird auch Zeit. Und mit ihm dahin gehen. Sein oder nicht sein. Das hier haben wir ja schon angeguckt. Ich klick's trotzdem vorsichtshalber einfach nochmal an. Mit der Warnung an ihren Onkel. Genau, das mit dem Flirten. Die wird heute Nacht die Ranch meines Onkels angreifen. Das muss ich ihm mitteilen. Ah, sie versucht den. Also den hier muss ich auch irgendwie im Auge behalten. Oh, der ist jetzt abgelenkt. Und der sieht da nicht hoch. Das ist gut. Und der hier. Was meinst du? Da muss ich jetzt sehr aufpassen. Oh oh. Da muss ich auch aufpassen. Verdammt! Oh 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 oh. Und wieder hoch. Heiligsblechle, ey, da musst du aber echt saumäßig aufpassen hier gerade. Ich glaube, ich muss den gar nicht ablenken, oder? Ich muss vor allem auf den da unten jetzt achten, dass der das nicht mitbekommt. Also ich speichere nochmal. Mhm. Das war wieder knapp, Leute. Was ist mit dem? Der sieht das auch. Ein so schöner Mann wie du. Wenn's dumm läuft. Kann ich den irgendwie ablenken? Was passiert, wenn ich ihn dahin ablenke? Nee, ich habe eine bessere Idee. Wo das herkommt, gibt es noch viel. Nee, warte mal, jetzt ist er abgelenkt. Das Messer reicht. Was denn? Und los. Aber ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Ich muss das Gespräch genau abtimen. Komm schon, wir waren alle draußen bei der Arbeit, als es geschah. Wir haben sie noch nicht. Suchen wir weiter. Vielleicht können. Jetzt warte ich mal gerade eben. Der hat das jetzt nicht gesehen, ne? Der sieht mich nur, wenn ich ihn wegtrage. Das ist gut zu wissen. So, und sie lenkt den Typen da unten immer noch ab. Ich bleib jetzt einfach hinter dem, bis der andere da kommt. Das heißt, jetzt muss ich eigentlich nur noch ihn im Auge behalten. Dass er das nicht sieht, wenn der andere jetzt hier wieder zurückkommt. Das ist so eine Timing-Frage. Genau. Das ist jetzt genau das Zeitfenster, das ich brauche. Und weg mit ihm. So, geschafft! Das heißt, ich kann jetzt hier wieder zurückgehen. Los geht's. Ein so schöner Mann wie du. Ich höre zu. Ich höre. Mhm.
Und jetzt sehe ich mal zu, dass ich... Das hier ist so eine typische Unfallstelle, wo man ja wirklich etwas wie ein Unfall aussehen lassen kann, meine Damen und Herren. Alle, die jetzt in der roten Zone sind, die haben ein mächtiges Problem. So, und ab jetzt ist dieses Problem Realität. Es macht natürlich Lärm, wie ihr seht, aber Leute haben jetzt nicht so wirklich drauf reagiert. So, dann speichern wir nochmal vorsichtshalber. Hier gäbe es übrigens so einen Loot-Crate. Falls ich schießen würde, könnte ich da tatsächlich Munition holen. Aber das habe ich jetzt momentan gerade eben gar nicht vor. So, jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich an die anderen rankomme. Die beiden überwachen sich gegenseitig. Gefällt dir, was du siehst? Aber ich könnte ihn jetzt ablenken mit ihr. Nur keine, wir sehen uns, Darling. Treffen wir uns vielleicht später nochmal? Besser, wir verschwinden leise. Oh, der sieht jetzt den Unfall. Ich spiele den Lockvogel. Darf ich dich was fragen? Mhm. Ja, ich wette, ich kann dir helfen. Tja, scheiße. Wie zum Teufel? Kein Problem. Ja, scheiße, ne? Wo das herkommt, gibt es noch viel. Ich bin den ganzen Tag. Dann räume ich den hier auch mal schnell mal weg. Gut. Was meinst du? Er ist noch abgelehnt. Jetzt kann ich den da auch noch wegmessern. Ich werde mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Gut, gut. Der da oben ist auch... Den mache ich am besten auch noch weg, wenn ich so kann. Schöner Mann wie du. Ich lenke den schnell mal ab hier mit der Münze, da es auf Nummer sicher gehen kann hier. In Ordnung. Bin unterwegs. Vielleicht könnten wir ja... Kein Problem, Miss. Mhm. Braucht etwas Schliff. Oh, tschüss. Und den packe ich da rein. So, geschafft. Problem ist, ich glaube, der guckt da rüber, ne? Das heißt, ich muss den eigentlich erstmal ablenken. Aber ich komme da nicht rein. Es sei denn, ich lenke... Kann sie eigentlich klettern? Sie kann Leitern klettern. Okay, das ist gut. Kann sie auch... Nee. Also sie kann Leitern klettern, aber sie kann das nicht klettern. Okay. Man muss immer gucken, ne? Die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und die muss man dann halt letztendlich clever miteinander kombinieren. Okay. Okay. Ich muss ihn hier wieder ablenken. Beziehungsweise ich kann es eigentlich sogar noch lustiger machen. Wisst ihr was? Kommt mal her, Leute. Ich habe eine lustige Idee. Ich mache jetzt Folgendes. Ich tue jetzt den Gaul hier mal benutzen. Das ist das. So. Sollen wir? Augen auf. Der wird schon Blut vergießen. Ich kann schon. Jetzt tue ich den Typen hier binden. Na, so kann man es auch machen, ne? Das ist halt einfach nur K.O. Mein Onkel könnte auf der Ranch ihre Hilfe gebrauchen. Tut mir leid, Miss O'Hara. Das ist nicht meine Art der Arbeit. So, das räumen wir den Typen hier mal weg. Und sie kann ja auch tatsächlich Leute schleifen. Aber sie ist nicht ganz so stark wie er. Ihr seht, ne? Aber sie ist tatsächlich dazu in der Lage, den Typen dann doch noch hier durch die Gegend zu schleifen. Aber ihr seht, das ist halt sehr viel langsamer und deswegen auch sehr viel auffälliger. Und der Hector, den wir da gesehen haben, als Cooper kam, der kann das sogar noch ein bisschen besser. So, jetzt gehen wir mal mit den beiden da hier hin. Ich hab genug vom Heiraten. Und speichern nochmal. Ach Gott, und das ist so ein Hund. Ja, da sollte ich wohl besser nicht in die Nähe gehen. Bin da. So, jetzt gucke ich mal, was sagt denn das System hier? Hunde können Charaktere durch ihren Geruch aufspüren, wenn sie sich in Gebüschen oder in Deckung verstecken. Sobald sie einen Charakter bemerkt haben, greifen sie an und beginnen zu bellen. Dadurch werden dann Wachen angelockt. Hunde können auch Kate aufspüren, selbst wenn sie eine Verkleidung trägt. Ja, das habe ich befürchtet. Da oben ist ein Wachhund. Er wird mich am Geruch erkennen, egal was ich trage. Okay, der ist tatsächlich hier von ihm hier nicht zu sehen, aber alles klar, der sieht das. Also ich muss irgendwie den da oben ablenken, glaube ich. Bloß ich muss mit Kate... Also ich glaube, ich muss mit Kate dafür sorgen, dass der Hund sie nicht sieht. Sie kann sich jetzt hier frei bewegen. Ich darf nur nicht an die Longcoats und an die Hunde rankommen. Also Kate geht es da hoch. Du gehst jetzt wieder mal da drüben hin. Bring dir Schwung in die Ich muss jetzt erstmal hier diesen Ansatzpunkt, glaube ich, finden.
Weil er sieht alles. Die Feier wird. Ich sorge mal dafür, dass er nicht mehr viel sieht. Alle Augen auf. Ich frag nicht. Ja, vielleicht hab ich ja was. Und ich muss jetzt aber auch noch auf den da achten, weil der würde das auch sehen. Okay. Wir speichern mal. Hast du schon. Okay. Klar. Was immer du willst. Und schnell weg. Auf geht's. Der ist schon mal weg, der Typ. Das ist noch gar nichts. Ein Problem weniger. Du hast eine wundervolle Stimme. Also das hat den Typen auf jeden Fall irgendwie skeptisch gemacht da oben, aber er schlägt keinen Alarm. Du, das finde ich aber okay. Ich bin ganz Ohr. Ja, ich gehe jetzt mal wieder. Hey, komm später wieder, ja? Aha. Muss ich bloß gucken, dass sie jetzt von dem Hund nicht gesehen wird. Er dadurch eigentlich? Ich glaube, er würde dadurch kommen, aber das ist keine gute Idee. Jetzt geht's. Ich glaube, jetzt muss ich als nächstes ihn ausschalten. Irgendwie. Also das heißt, ich gehe jetzt mal dahin und lenke jetzt mal. Nee, ich muss aufpassen, dass der Hund sie nicht erwischt. Die Feier wird mir zu chaotisch. Ich habe keine Ahnung, wie weit der Hund das jetzt hier mitbekommt, aber ich lenke jetzt ihn mal hier drüben ab. Dann hole ich Cooper her. Das ist gut, wo der hingeht. Zeit für meinen. Das gefällt mir. Okay. Also das kann ich mit ihm. Oh je. Ich habe eine bessere Idee. Eine bessere Idee. Sie geht nochmal da drüben hin. Sicher. Ich habe genug vom Heiraten. Sie lenkt ihn nochmal ab. Dann kann ich mit Cooper da hoch. Oder mit Cooper ihn ausschalten. So, sie lenkt ihn jetzt in die andere Richtung ab. So. Also genau in die falsche Richtung guckt. Du siehst aber gut aus. Ach, die sind beide jetzt abgelenkt. Das ist noch. Sag ich jetzt nicht nein. Ich bin ganz Ohr, Süße. Ich weiß aber nicht, ob das im Sinne des Entwicklers ist, meine Damen und Herren. Eine Gatling schenkt. Bist du fertig? Gefällt dir. Okay, er muss weggucken. Ich arbeite dran. Ich höre. Und er. Ah, der könnte zu knapp dran sein. Okay, also es bringt mir gerade eben leider nichts. Ich warte, bis er jetzt hier weg ist und dann schleiche ich mit Cooper rüber und mache ihn da weg. Okay, warten. So. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Du bist wunderschön. Mhm. Ein so schöner Mann wie du. Das, wow, das war knapp. Kann ich ihn da runterschmeißen? Kein Problem. Jawoll. Gut. Ich bin ganz Ohr, Süß. Ich bin jetzt hier momentan sehr froh, dass das so gelaufen ist. Jetzt muss ich sie wieder dahin bewegen und ihn da ablenken. Wie kann ich helfen? Naja, du kannst damit helfen, indem ich dich jetzt hier wegmessern darf. Oh, ich muss aber aufpassen, dass er das nicht bemerkt. Wo das herkommt, geht. Wobei, das müsste eigentlich gehen. Was du sagst, schöne Frau. Wirf ihn da runter, bitte. Dann wollen wir mal. Springst du auch runter. Und los. Und jetzt wirfst du ihn da runter. Okay. Ja, okay. Und du kommst jetzt auch mal da runter. Gut. Kann's kaum erwarten. Ich kann immer noch nicht fassen, dass er ihr ausgerechnet eine Gatling schenkt. Aha. Ich habe doch gesagt, ich. Alles klar, okay. Jetzt guck ich mal. Ach, der Hund muss halt auch irgendwann mal weg, ne? Ich versuche jetzt den da hinten abzulenken. Ich weiß bloß nicht, ob das so schlau ist. Also ob der Hund innerhalb des Radius von ihm. Der läuft auf jeden Fall in seinem Radius.
Okay, das ist nicht gut. Machen das anders. Ah, der hat das gesehen. Alles klar. Das heißt, ich muss den da ablenken, dann. Show geht weiter. Ich hab genug vom Heiraten. Besser, wir verschwinden leise. Der Hund ist da. Der Hund sieht das da. Halt, nee, Moment. Wenn die beiden miteinander quatschen, sind die, glaube ich, hart abgelenkt. Ja, ich glaube, da ist der Sichtkegel. Ja, der ist da sehr limitiert. Ich muss den Hund warten. Okay, kurz und schmerzlos. Bringen wir dieses Hochzeitsgeschenk mal in Schwung. Bereit? Okay. Ja, der ist weg. Gut. Jetzt kann ich dasselbe mit dem Typen da drüben machen. Oh oh. Boah. Vorsichtig. Sehr vorsichtig bleiben. Riskant werden dir. Lieber nochmal speichern, ey, bevor ich jetzt so einen Scheiß mache. So, dasselbe mache ich jetzt hier wieder, wenn die nochmal wieder miteinander reden. Da kommt auch schon. Ich muss bloß warten, okay, bis der Hund weg ist. Los geht's. Das Hundetiming ist halt ein Problem. Beeil dich endlich. Es interessiert jetzt keinen mehr, wenn sie ein paar Kratzer abbekommen. Das ist schlimm. Ich weiß, unterwegs. Trotzdem. Das ist ein prächtiges Stück Stahl. Prächtiges Stück Stahl. Ich habe schon verstanden. Und was ist mit dem da? Aufpassen. Okay. Von da aus kann der nichts machen. Leider ist der Gaul falsch rum. Gott, das sind ja zwei von denen. Klare Sache. Das Messer reicht. Ich denke mal, dass ich jetzt den da ohne Probleme abmessern kann. Denn da guckt ja keiner. Kein Problem. So, und jetzt durfte ich den da abmessern können. Beziehungsweise vielleicht auch den Hund ab. Oh Gott. Bitte Leute, verzeiht mir, aber ich glaube, ich werde den Hund töten müssen. Ich weiß, dass einige von euch da verständlicherweise ein bisschen empfindlich sind. Lass uns mal gucken, ob das geht oder ob das eine dumme Idee ist. Vielleicht fliegen die Zähne. Ja, sorry Leute. Aber der Hund ist ein böser, böser Bluthund und wollte Alarm schlagen. Dinge, die wir nicht akzeptieren können. Huch. Da war gerade eben ein kleiner Hänger. Und ansonsten ist jetzt hier keiner mehr. Ist es in Ordnung, wenn ich mich mit dieser Gatling vertraut mache? Nur zu, Mr. Cooper. Auf geht's. Ja, ich glaube nämlich, wir kommen durch diese beiden Typen ohne Lärm zu machen ansonsten nicht durch, ne? Also wir haben alles hinter uns jetzt ausgeschaltet. Endlich. Jetzt gehe ich mal da ran. Jetzt bin ich gespannt, Freunde. Ich hoffe bloß, dass von hinten nicht noch irgendwas Böses kommt. Oh oh. Alles klar. Ich glaube, wir haben alle geklärt. Okay. Wird auch Zeit. Wir gehen dann mal. Hören Sie, Mr. Cooper. Wenn Sie uns helfen, die Ranch zu verteidigen, sage ich Ihnen, wohin Frank gegangen ist. So, okay, ich habe jetzt leider dummerweise den Dialog abgebrochen. Sorry, wusste nicht, dass es passiert. Tut mir leid, ich bin wach. Dann müssen Sie also Mr. Coopers Freund sein. Ach, und Sie sind? Kate O'Hara, freut mich, Sie kennenzulernen. Hector. Und, wie war die Hochzeit? Probier erst gar nicht, die Lady zu beeindrucken. Wir brechen auf. Hör zu. Ich habe jemanden, der uns helfen könnte. Ein verdammt guter Schütze. Die Sache ist, er macht das nicht umsonst. Ich bin sicher, Higgins hat keine Einwände gegen diese Investition. Okay, Hector. Du gehst mit Miss O'Hara. Ich denke, wir haben bis zum Sonnenuntergang Zeit, bevor die Witzmänner zur Ranch kommen. Wir treffen uns dort. Alles klar, amigo. Vielen Dank, Mr. Cooper. Na, nicht nötig. Wir haben doch eine Abmachung, nicht wahr? Dieser Frank muss ja ein krasser Typ sein, wenn sie ihr Leben riskieren, um ihn zu finden. Wäre nicht das erste Mal. Naja,
Sie sollten sich besser beeilen. Wir werden uns an der Ranch bereithalten. Wollen wir es schaffen? Also, warum müssen wir die Ranch jetzt verteidigen? Tja, das ist eine lange Geschichte. Das erkläre ich unterwegs. Klar. Da bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Es wird wohl die Ranch sein. So, und jetzt kommen unsere Abzeichen, was wir gemacht haben. Also, man kann auch diese Mission machen, wie ihr seht. Also, man bekommt ein Abzeichen, wenn man diese Mission schafft, ohne eine Verkleidung zu verwenden. Das geht sicherlich auch. Mach ein Foto vom toten Bräutigam. Da war wohl eine Kamera demnach irgendwo. Wahrscheinlich... Ach so, stimmt, da war ja am Anfang die Kamera. Boah, also das heißt, man muss die Leiche des toten Bräutigams irgendwie da runterschleppen. Ach du Scheiße. Betritt mit Cooper das Gebäude durch die Haupttür des Balkons. Also da, wo wir gerade eben rauf sind. Also das ist auch eine krasse Herausforderung, wie ihr seht. So, und es hätte noch eine weitere Aufgabe gegeben, dass ich, also benutze nicht die Gatling. Man kann es auch anders machen. Ne? Ich glaube, ich hätte es hier einfach mit Coopers Doppelcolt die Typen wegschießen können. Da war ja keiner mehr. Aber ich wollte die Gatling benutzen. Aber es gibt ein Achievement, so wie es aussieht, oder eine ja, zusätzliche Belohnung, nehme ich mal an, wenn man hier die Gatling nicht verwendet. Wenn man 15 Wachen mit der Gatling wiederum tötet, also ihr seht, es gibt Wiederspielwert. Töte alle, nur keine Zivilisten. Habe ich auch nicht gemacht. Speedrun, das Ganze jetzt hier in 15 Minuten abschließen. Ich habe eine Stunde gebraucht, meine Damen und Herren. Also es muss anscheinend theoretisch möglich sein, aber dann muss man es, glaube ich, echt auswendig können. Und schließe die Mission im Schwierigkeitsgrad hart ab. So, und jetzt kommt noch was Lustiges, Leute. Jetzt seht ihr nämlich hier, okay, es waren eigentlich nur 34 Minuten Playtime, aber die ganzen Ladeaktionen. Ihr seht jetzt hier alle Aktionen, die ich jetzt hier mit den einzelnen Charakteren wann, wo, wie gemacht habe, sogar wann ich wo geladen habe, wird kurz angezeigt und so weiter und so fort. Das finde ich sehr, sehr cool und man kann die Wiederholung speichern. Ich habe zwar noch nicht ausprobiert, wie man die wieder aufrufen kann, aber ich finde das sehr, sehr cool, dass man das machen kann, wie ihr seht. Und da sieht man nochmal, also so im wunderbaren Vergleich, wie man was macht. Also ich denke mal, dass man auf die Art und Weise sogar für YouTube-Videos vielleicht sogar so die idealen Speedruns dokumentieren kann und quasi innerhalb von kürzester Zeit zeigen kann, quasi was mache ich hier in welcher Reihenfolge. Und dann kann ich das hier auch, wie ihr seht, mit der Geschwindigkeit reduzieren. Und am besten kann man sogar theoretisch dann sogar noch erklären, wie man da von was, welcher Seite aus rankommt. Also ich mag dieses System hier. Finde ich sehr, sehr geil gemacht. Okidoki. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, während das hier zu Ende läuft, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Denkt daran, klickt unten in der Videobeschreibung auf diesen Tracking-Link, der euch direkt zu Steam bringt, wo ihr euch das Spiel näher anschauen könnt. Und ja, wenn ihr es euch holen wollt, holt euch gerne darüber. Denn damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Ich bekomme zwar kein Geld dafür, aber ich falle hoffentlich THQ Nordic dadurch positiv auf. Und dass sie halt einfach merken quasi, okay, der Merp, der hat anscheinend Zuschauer, bei dem lohnt sich's eventuell in Zukunft mal ein bisschen mehr drauf zu gucken und vielleicht das eine oder andere Spiel ihm auch mal anzubieten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Hier sehen wir noch quasi jetzt hier sogar, ja, wer wie viele Kills gemacht hat. Klar, sie hat keine Kills machen können, was ich alles jetzt hier mit wem gemacht habe, die ganzen Statistiken. Und ja, die nächste Mission ist dann O'Hara's Ranch. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.